Hey yo Leute, was geht? Und willkommen zurück zu Pokémon Rot Edition. Ich musste das kurz mal zurückerinnern, weil ich echt 0% mehr von dem, was wir im letzten Part gemacht haben. Einfach weil das schon echt, ich weiß nicht, eine Weile her ist. Sagen wir es ruhig so. Aber ich glaube, wir hatten doch da die eine Stadt entdeckt, wenn ich mich noch richtig erinnere. Ich bin natürlich auch nicht auf die Idee gekommen, irgendwie nochmal nachzuschauen, was sie da gemacht haben. Und auch dies war eine ganz tolle Tat von mir. Ich weiß. Total toll. Ja, das haben wir doch einfach, wohin uns das Abenteuer so führt, würde ich sagen. Das ist jetzt der Plan. So. Ja, sagen wir, gehen hier einfach mal weiter. Schauen, wo wir dann hinkommen. Ich habe echt keinen Peil, wo wir gerade hingehen, wo wir sind, aber das werden wir sicherlich gleich sehen. So, das war jetzt ja auch ganz geil. Oh, und ein Pokémon. Oh, ein wildes Hornio. So, ich habe jetzt nochmal einen Kampf. Und zwar Tackle. Ich habe keine Erfahrungspunkte für diese Tackle mehr übrig. Dann mache ich einen Heuler. Okay. Ja. Engelsamen probiere ich jetzt einfach mal. Ob die was helfen? K.A. Ja, der hat immer noch volles Level, oder? Willst du mal einen Tag lehnen? Nein, ich habe wirklich nichts mehr davon. So, dann probiere ich nochmal einen Heuler. Das sind so ziemlich die einzigsten, ich sag mal, einigermaßen, wie sehen können, effektiven Mittel, die noch helfen. Aber wirklich, ja, cool. So, Honio, du bist bald hoffentlich dran. Ich kann dir natürlich schön weitergehen. Solange bis wir jetzt hier unter Umständen das Böse abbekommen. Also, Pocke. Yes. Der einzigste Weg, den ich gefunden habe, der irgendwas hilft. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir es hinbekommen. Probieren wir nochmal einen Heuler, vielleicht hilft da jetzt ein bisschen mehr. Das Horn hier, das ist stark. Das Meister und Meister. Entmesste einfach nicht. Ja, ein kleines Bild ist jetzt passiert. Ich brauche wieder einen Heuler. Und ich hoffe, dass wir jetzt das jetzt hier endlich mal schaffen. Zack, boom, bang. Ja, so ist langsam. Langsam wird's ja doch wenigstens etwas. Was für ein Glück.
Sorry, das Gameplay ist alle ganz gut. Das kann ich gerade überprüfen, weil bei den Emulatoren weiß man nie, wie sehr das dort eingestellt ist. Das kann man bei der Wii U leichter feststellen, sage ich mal, wie dem ist. So. Ich mache nochmal einen Engelsamen. Vielleicht hilft dir etwas. Ja. Nicht effektiv. So, Zack, Boom, Bang. Ausgewiesen, ist klar, ne? So. Zack, Boom, Bang. Nicht effektiv, so ein Kack. So, jetzt komme ich aber wieder. Ja. Nächste Seed. Achso, gibt's den. Ich bild keinen Trank. Ich mach nochmal hier eine Heule. Jetzt sag ich nicht effektiv von dem, jetzt komme ich wieder. Oder, yep, so langsam wird das hier was, aber das ist echt Respekt. So. Zack, Boom, Bang. So, so langsam. Langsam wird's etwas. Out. Zack, Boom, Bang. So, nächstes Seed. Dann komme ich nur mit einem Heuler. Ich kann eigentlich also zumindest nur Heuler machen. Das andere habe ich schon ausgebraucht und der Rest ist nicht so wirklich etwas. Schauen wir mal, wie lange wir uns hier mit der Pokémon Roten die dich noch beschäftigen können. Also ein paar Parte planen übrigens noch so machen. Und ja, das sage ich jetzt während einem Kampf. Das war nochmal so ein Typ. Sag jetzt während Kampf, also ich glaube, das ist jetzt der Part 6 oder so, dieser hier. Und also im 8. möchten wenigstens bis Part 18, ja, so 20 Parts so rum. Möchte ich schon vor dem Spiel ungefähr machen, zumindest Volltreffer. So, jetzt komme ich wieder. Yes! So, gleich habe ich den erlegt. Nur ein, zwei Mal. Und dann bin ich, also ist er weg, nicht ich. Zum Glück. Zum Glück ist er weg und nicht ich. Ja, also in der Pokémon, die Pokémon Edition Update immer auf einer Handheld vertreten. Klar, mit den ersten Pokémon Rot, Gelb und Blau Edition. Ziemlich der Anfang. Dann ging es auch über in Nintendo DS, 3DS. Ich glaube, auf wirklichen, auf Heimkonsolen gab es kaum richtige Pokémon-Spiele. Endlich in 60 gab es Pokémon Stadium, Pokémon Snap. Auf die Wii gab es mal dieses eine Pokémon-Spiel da, das Namen ich gerade vergessen habe. Aber viel mehr gab es, glaube ich, nicht. Ja, klar, auf Wii U Pokémon Tekken. Aber das ist halt ein klassisches Pokémon. Und dann gab es noch ein anderes Pokémon. Aber die meisten, und wir haben gleich besiegt übrigens, die meisten gab es nämlich für Handheld. Ich sag nur 3DS, so das wird das letzte sein, was sein ist. 3DS mit dem ganzen Pokémon Shuffle, Pokémon Super Mystery Dungeon, Pokémon Xbox und Y. Sag mich tot, was da alles gibt. So, einmal eine müssen wir jetzt noch anwenden. Diesmal machen wir den Engelssamen nochmal zum Abschluss. Dieser wird uns jetzt hier quasi den letzten Rest geben. Also, ja, das wird gewinnen, also nicht uns den letzten Rest. Und so war das. Seien wir. Honio wurde besiegt. Endlich, Mensch, ey. Das war aber eine schwere Geburt. Pokéheld 373, 37 Erfahrungspunkte. Das war eine schwere Geburt, ey. Als ob jetzt einfach wieder eins kommt, ey, Alter. Leck mir doch mal aus, ey. So, von einem zum nächsten. So, los, Pocky, los. So, meine Attacken kommen langsam zum Ende. Ich probiere bei denen erstmal Engelsamen. Vielleicht hilft er etwas, ich weiß es nicht. Das ist es.
So. Irgendwie habe ich eine Heule verwenden. Da hilft er auch ab und zu. So, und dann, das sinkt zu langsam bei ihm, also. Nicht ganz korrekt. Halt. So, ich mache eigentlich jetzt wirklich nur Heuler, so richtig. Finde ich zwar nicht so effektiv, wie ihr seht. Es dauert auch eine Zeit, bis der. Ihr K.O. ist halt was mit abwarten. Das hilft nichts, weil wir nehmen jetzt so ein. Hier, 9 Minuten auf und die größten Teil davon waren eigentlich nur irgendwelche Kämpfe. Und das wird wohl auch noch eine Zeit lang so weitergehen. So, wenn ich den Kampf hier möchte, den Part noch beenden, dann war das jetzt hier einfach mal ein reiner Kampfpart quasi. Das ist aber vollkommen in Ordnung, würde ich sagen. Ha, boom. Perfekte Bits. Sage ich nur dazu. Ich meine, aber so ein Engel zu haben. Und der ist für Gott wahllos irgendwelche Attacken raushauen. Ohne mir im Bewusstsein zu sein, ob die mir jetzt hier wirklich gerade sehr viel helfen. Ich verstehe gerade nur Bahnhof, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist aber natürlich nur gerade so. So, und jetzt kann es auch noch schön weitergehen. Ja, scheiße, wieder ein bisschen Engel zu haben. Mann, ich wollte das nicht, scheiße. So, das Unruhig ist gerade schon leicht, ehrlich gesagt. Also. Huhahaha, ich komme zurück, bitte. Ich komme zurück. Ein Heuler. Hilft auch sehr gut gegen Taubs, ist übrigens Heuler, habe ich festgestellt. Also da hilft er wirklich sehr gut. Hier scheint er wirklich nur so lala zu funktionieren. Wie ihr sehen könnt, also. Ja, Kampf geht auch ein bisschen so weiter. So, ich muss mal attacken, aber ich muss mal stärken. Weil es verliert stark an Attacken. Wenn ich das nächste Mal zurück bin bei Professor Eis, werde ich dies tun. So. Selbst wenn das hier dauert, eine Endlosschleife so weitergeht und nichts passiert. Es bekommt immer ein bisschen mehr und von mir bekommt es ein bisschen weniger dann. Und so dauert es ja unendlich lang, bis hier mal irgendjemand gewinnt. Das ist so wie dasselbe. Und bald habe ich auch keine Attacken mehr. Finde ich geil. Muss unbedingt möglichst schnell, ohne möglichst irgendein Pokémon fallen zu haben, wieder zurück zum Lager gehen, sonst komme ich hier nicht weit, scheint mir. Ach, jetzt habe ich mit einem Engel zusammen. Sollte erst darauf achten, was ich drücke. Ja, als ob, ne? So, da kommt hier nicht langsam in den gelben Bereich. Mensch. So, aber an Attacken, ich habe nur 2 Attacken, dann bin ich weg. Das gleiche beunruhigend. Und ich weiß nicht, ob ich den so schnell. Ich kann jetzt den letzten Heuler machen, den ich habe. Den auch noch einen Engel zu haben und dann bin ich weg. Also meine Attacken zumindest. Sagen wir so. 0-0-1. Und ich frage mich erst, was ich jetzt eigentlich mache. Geil. Ganz geil. Ne? Da hat er nur ein ganz kleines Entsetz. Das hat es selbst, oder wie? So. Pocket verletzt. Out! Aber irgendwie habe ich es trotzdem geschafft zu besiegen. Oh, es hatte 50 Erfahrungspunkte. So, nachdem ich keine Attacken mehr habe, muss ich mir neue Attacken holen. Und ich weiß nicht, wo ich bin. Ganz geil. Nachdem jetzt noch irgendwie, ich glaube 13 Minuten, oder? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, weil die Uhrzeit war auch. Ja, liebe Leute, an dieser Stelle beende ich dann auch wieder den Part. Bis zum nächsten Part. Nächsten Part schauen wir, dass wir wieder zurückfinden zum Dr. Eis. Und dann schauen wir mal, dass wir da uns die Attacken wieder bekommen. Neue Attacken bekommen, sodass sie wieder kämpfen können. All dies werden wir im nächsten Part machen, liebe Leute. Bis dahin, haut's rein und macht's gut!